1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Räume, die mir Angst machen. Ich möchte gerne mit euch über Räume reden, im weitesten Sinne vielleicht auch über Gebäude, über Zimmer. Räume, die mir Angst machen. Also so ein Raum kann ja beispielsweise in einem Krankenhaus sein. So ein Raum könnte sein in einem Knast. Es könnte auch eine Friedhofskapelle vielleicht sein. Irgendein Zimmer, in dem ihr schon mal etwas Unangenehmes, Trauriges oder vielleicht auch etwas Gruseliges erlebt habt, sodass ihr sagt, so im Nachhinein, wenn ihr darüber nachdenkt, das ist ein Raum, der mir Angst macht. Da möchte ich nicht gerne wieder reingehen. Ich halte Abstand von diesem Raum. Also Räume, die mir Angst machen. Das ist unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt und mir so einige Sachen erzählen wollt, dann nur zu, ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050, faxt unter 0800 220 5051 oder mailt unter domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und das, was ihr erzählen werdet. Die erste Anruferin ist Tanja. Und Tanja ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Tanja. Ja, wir unterhalten uns über einen Raum. Ja, genau. Nämlich? Über mein Zimmer. Über dein Zimmer, dein eigenes Zimmer. Ganz genau, mein Kinderzimmer, wenn man es genau will. Ja. Also ich wohne noch daheim. Ja. Und es ist so, ich wohne erst wieder seit 2 Jahren daheim. Ich war davor im Heim gewesen und von mir aus bin ich eigentlich ein ordentlicher Mensch gewesen. Und seitdem ich jetzt wieder zu Hause wohne, ist es halt einfach so, dass mein Zimmer so manchmal aussieht wie... ja, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Darunter kann man sich jetzt nichts vorstellen. Wirst du nicht so alleine auf der Welt mit sein? Ich glaube, dass es vielen Leuten so geht. Ja, es ist halt aber wirklich irgendwie, es ist extrem. Also es ist dann so extrem, dass es irgendwann mal so viel ist, dass ich über meine Sachen drüber steige und mich dann auch erst wirklich dazu kriege, das alles wieder wegzumachen, weil ich es dann muss, weil ich ja sonst überhaupt mich gar nicht mehr hier irgendwie... Ja, du findest ja auch nichts. Ja, das schon, also das komischerweise schon, das finden tue ich schon, nur es tut mich schon selig dann halt auch, also man sitzt dann einfach da und denkt sich einfach, sag mal, Tanja, sag mal, wie du kriegst es nicht gebacken, also das kann es doch nicht sein. Wie groß ist dein Zimmer? Ach, das sind, wenn es hochkommt, 17 Quadratmeter. Ja, naja, ist schon ganz okay, ne? Ja, vielleicht auch weniger, also es ist nicht so wirklich groß. Und wenn du sagst, es sieht aus, wie, als wäre eine Bombe eingeschlagen, stelle ich mir wirklich, dass auch der ganze Boden voller Kram liegt. Ganz genau. Alles kreuz und quer, was man so hat in einem Zimmer. Alles. Wie kommt das? Schmeißt du es wirklich dann einfach so immer um dich herum? Oder gibt es auch eine Phase, wo du es aufräumst und dann irgendwann doch wieder nachlässig bist? Also das ist ja das Interessante daran. Also wie gesagt, die Zeit, wo ich 2 Jahre im Heim war, war das für mich überhaupt kein Problem. Also mein Zimmer war immer 1A. Ja, vielleicht ging es da strenger zu in einem Heim als zu Hause. Nee, also natürlich gab es da dann immer die Regel, an diesem und diesem Tag wird dein Zimmer aufgeräumt. Mhm. Aber das war von mir aus immer schon so aufgeräumt. Mhm. Also das ist halt das Merkwürdige daran. Also es ist schon daheim so. Also kann man sagen, schlagartig, nachdem du nach Hause gezogen bist, wieder zu deinen Eltern, in dein Kinderzimmer, ist das Kinderzimmer ein Chaoshaufen, dein Zimmer. Genau, und bevor ich ins Heim gekommen bin, habe ich mein Zimmer auch in einem Chaos verlassen. Das ist halt auch. Hallo Psychologie, also, was sagt uns das, ne? Ja, und also meine Mutter hat es dann für mich aufgeräumt in den Zeiten, wo ich dann halt jeden Monat zu Besuch hierher kam. Und ich kam dann halt irgendwann nach 2 Jahren ganz wieder nach Hause. Und so von der Situation her hat sich auch nicht viel geändert. Gibt es denn Druck von Seiten der Mutter, dass die Mutter sagt, ja, hey, Tanja, so geht's ja nun nicht hier. Zimmer aufräumen, ordentlich, putzen. Nee. Das liegt daran, also Domian, da muss ich dazu sagen, also ich lebe so eigentlich so wirklich total das abgeseilte Leben so von meiner Familie. Mhm. Also ich lebe hier in meinem Zimmer und wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da. Also wenn ich da bin, bin ich hier in meinem Zimmer und wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da. Achso, also du bist nicht sehr integriert in die Familie, macht nicht viel zusammen. Du bist wenn im Zimmer oder du bist nicht da. Genau. Also, ja. Gibt es denn dennoch mal eine Phase zwischendurch, wo du sagst, ich rappel mich auf und räume auf oder... Das ist dann meistens, das ist ganz komisch, kurz bevor ich meine Tage bekomme.
und sowieso in mir alles total kriselt und so und ich dann das ganze Chaos sehe, dann drehe ich durch und dann räume ich auf. Du hast ja die Sendung, Räume, die mir Angst machen. Ist das so, dass du dich gar nicht mehr wohlfühlst im Raum? Ja, auf jeden Fall. Das ist furchtbar. Das macht mir wirklich Angst, wenn man so will. Mhm. Also Angst im Sinne von auch, ich weiß ja von mir aus, dass es ja nicht das ist, was ich möchte. Also das, was jemand, ich weiß auch, ich kann aufräumen und wenn ich auch bei anderen, bei Freundinnen oder so bin, die dann halt mal wirklich keinen Bock haben, ihre Kleinigkeiten da wegzuräumen und das alles viel zu viel für die ist. Ich wage mal eine ganz, ganz vielleicht profane psychologische These. Hast du einfach keinen Bock, zu Hause zu sein? Das ist so. Das ist auf jeden Fall so. Das heißt also, die beste Lösung und des Problems wäre, irgendwann von zu Hause auszuziehen und irgendwo eine eigene Wohnung. Das ist schon im Lauf. Ah, so. Das ist schon mit meinem Jugendamt und so, das ist schon alles im Werkeln. Also, weißt du, dann sollten wir, wie lange dauert das ungefähr? Das hängt ganz davon ab. Wenn ich meine Wohnung finde, dann kriege ich die. Also könnte schon, also in ein paar Wochen, ein paar Monaten könnte es sein. Ja. Weißt du, was ich ganz spannend fände? Wir werden mal in Kontakt bleiben. Und dann werden wir mal in ein paar Wochen oder Monaten, wenn es denn soweit ist, nochmal telefonieren und dann erzählst du mir, wie das neue Zimmer, sprich deine Wohnung, aussieht. Okay. Ja, und dann gucken wir weiter. Okay, und dann können alles wir klar. Im Nachhinein psychologisch da ganz schlau spekulieren, woran es gelegen hat. Ja, wir bleiben in Kontakt. Okay, du hörst von uns und gutes Gelingen ist bei der Wohnungssuche. Alright, danke. Tschüss. Ciao. Räume, die mir Angst machen, so heißt unser Thema heute. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über Räume, Räumlichkeiten, Zimmer, in denen mal irgendetwas passiert ist oder in denen etwas vorgefallen ist oder in denen etwas vorfällt sogar, in denen irgendetwas ist, vor dem ihr Angst habt, dass ihr sagt, das mag ich nicht so und das finde ich gruselig oder das finde ich eklig oder ich weiß nicht was, ich meide diesen Raum oder dieses Zimmer, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 50 50. Uli ist hier, Uli ist 32 Jahre alt. Hallo. Ich bin zwar nicht 32, sondern 34. Oh. Ja, 32 ist der, 34 ist der Uli. 34. Mit einer sehr schlechten Telefonleitung. Ja, wahrscheinlich. Es knistert und raucht. Und zwar ist vor 5 Wochen Folgendes passiert. Ich habe meine Freundin aus der Therapie abgeholt und abends ist dann meine Freundin aus dem Wohnzimmerfenster gesprungen. Wie war es danach? Ist sie schwer verletzt oder ist sie gestorben an den Folgen? Als sie unten auf dem Bürgersteig lag, war sie schon hirntot. Wie hoch war das? Dritter Stock. Hm. Wo hast du dich aufgehalten in dem Moment? Ich habe mich in dem Moment, also kurz bevor sie gesprungen ist, habe ich mich auf der Toilette, weil ich eben halt, ne? Und ich kam auf der Toilette runter und da sehe ich nur noch, wie meine Freundin aus dem Fenster springt. Das ist dein Wohnzimmer? Das ist mein Wohnzimmer. Warum war sie in der Psychiatrie oder in einer Klinik gewesen? Ja, da müsste ich jetzt ganz weit ausholen. Nee, sag nur mal so ein Stichwort. Was ja, drogenabhängig und vor 20 Jahren drogenabhängig, da kam es zu einem richterlichen Urteil, der dann sagte, entweder machst du jetzt, also sie bekommen 3 Jahre auf Bewährung. Wie lange war sie in der Anstalt? Klinik? 4 Monate. 4 Monate. Mhm. Ja. Du hast sie zurückgeholt? Im Auto wahrscheinlich? Nein, ich habe sie vom Bahnhof. Vom Bahnhof abgeholt. Mit dem Zug. Ja, also ich meine so, als du sie abgeholt hast und so das erste Gespräch, wie war dein Eindruck? Ganz normal, ja. Wie lange wart ihr dann in der Wohnung, bis das passiert ist? Das waren 5 Stunden, ja. Und auch während dieser 5 Stunden ist dir nichts Besonderes aufgefallen? Nein. Du hattest vielleicht sogar einen guten Eindruck von ihr, dass sie einigermaßen stabil ist. Ja. Gott im Himmel, ich stelle mir das gerade vor, du kommst von der Toilette zurück und siehst, wie sie aus dem Fenster springt. Ja. Ist man dann vollkommen gelähmt oder rennt man geistesgegenwärtig nach unten oder guckt man aus dem Fenster es raus? Was hast du getan? Nein, ich bin dann sofort die Treppen runtergelaufen und hab die auf dem Bürgersteig noch im Arm gehabt. Solange bis der Krankenwagen kam. Denn zu dem Zeitpunkt kam Gott sei Dank ein Taxifahrer, der das gesehen hat. Der hat dann gleich Polizei und Krankenwagen über Funk gerufen.
War sie äußerlich auch schwer verletzt, als du sie unten dann gesehen hast? Ja, ja. Mhm. Aber sie, du sagst, sie war da schon hirntot, als sie auch unten ankam. Das heißt, es war, du hast auch gar keine Regung mehr gespürt. Nein. Sie hat nur noch geatmet. Das war aber auch das Einzige. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis sie dann letztendlich verstorben ist? Ich weiß es nicht. Also sie hat bis zum nächsten Krankenhaus, hat man sie dann mit dem Krankenwagen hingebracht und das hat sie wohl nicht mehr überstanden. Das heißt, unsere Sendung Räume, die mir Angst machen. Ja, Räume, ist das, jetzt so ein Raum, dein Wohnzimmer, in dem du eigentlich gar nicht sein kannst? Oder? Nee, gar nicht sein möchte. Bist du jetzt in deiner Wohnung im Moment? Ja, jetzt im Moment. Ja. Ich bin jetzt im Schlafzimmer, nicht im Wohnzimmer. Meidest du diesen Raum im Moment oder in den letzten Wochen? Ja. Guck mal, ich bin am Arbeiten. Ich mache Überstunden. Weißt du warum? Ja, vermutlich, um dich von dem Schmerz abzulenken. Nee, weil ich keine Lust habe auf meine Wohnung. Ach so, du arbeitest nicht in der Wohnung, du arbeitest irgendwo außerhalb. Ja. Ich habe keine Lust in meine Wohnung. Geht das so weit, dass du überlegst, aus dieser Wohnung auszuziehen? Ich werde am 1.5. werde ich ausziehen, ja, das habe ich schon. Ja. Wie lange warst du mit dieser Frau verbunden? 2 Jahre. Ja. Machst du dir jetzt in irgendeiner Form Vorwürfe? Nein. Wie ordnest du das ein, dass sie das getan hat? Das Komische war, Jürgen, die ersten 2 Tage, ich war danach selber in einer psychiatrischen Klinik, 2 Wochen lang. Das Komische war, ich war sauer auf meine Freundin. Dass sie dir das angetan hat? Dass sie mir das angetan hat, genau. Aber was man auch verstehen kann, dass man dann... Aber ich verstehe das schon auch. Hm? Also es ist ein Hin und Her zwischen Verzweiflung, Trauer und Zorn auch. Ne? Ja. Wie ist es heute? Vor 5 Wochen sagtest du, ne? Ist das ungefähr passiert? Wie ist dein Gefühl heute? Was überwiegt? Trauer. Hast du eine Erklärung dafür, dass sie das getan hat? Bitte? Hast du eine Erklärung dafür, dass sie das getan hat? Nein. Sie muss ja. Nicht. Ich habe das ja. Sie hat ja auch nie darüber geredet oder da kam nie eine Andeutung, dass sie das irgendwie mal machen will. Hast du einen Kontakt gehabt mit den behandelnden Ärzten aus der Klinik, in der sie vorher war? Ja, klar. Ich durfte ja auch über Silvester zum Beispiel, durfte ich auch in dieser therapeutischen Behandlung. Ich meine jetzt im Nachhinein. Ich meine im Nachhinein. Dass, nein. Also dass dir ein Arzt ist, hätte... Weil ich denke mal, dass es meine Freundin nicht wieder lebendig macht. Ja, aber man ist ja sicher so neugierig. Was ist denn los mit der Frau gewesen? Ich habe einen guten Eindruck gehabt. Sie hatte Fortschritte in der Therapie gemacht, aber offensichtlich ja gar keine. Offensichtlich war sie abgrundtief verzweifelt. Und sie hatte aber in dem Moment, als sie das getan hatte, hatte sie keine Drogen genommen oder irgendwas. Nein, gar nichts. Jetzt wird die Leitung wieder ganz schlecht. Ja, ja. Du warst auch in psychiatrischer Behandlung, sagst du. Aber im Moment bist du in keiner Behandlung. Nein, im Moment nicht. Ich bekomme zwar vom Hausarzt Beruhigungsmittel und Antidepressiva und so was. Ich besuche auch hier in Mönchengladbach eine Trauergruppe. Ja. Aber das ist... Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht nur das Zimmer ist, was einen dann an das Unglück erinnert, sondern eben auch die Straße, der Bürgersteig, wo du sie dann gefunden hast. Die ganze Umgebung, Jürgen. Ich bin an dem Morgen bin ich nach Hause gefahren, um meine Sachen, ein paar Sachen zusammen zu packen, um in dieser Klinik später zu landen. Da lag noch das Blut. Sehr schlimm. Da lag das Blut sehr schlimm. Auf dem Bürgerscheid. Das zu verarbeiten, das ist so frisch noch, aus den 5 Wochen erst. Ja. Du bist in einer Trauergruppe. Ja. Das finde ich gut. Das ist sicher auch ein gutes Zeichen von dir, dass du dich auch nicht so sehr hängen lässt in der Trauer und in dem Unglück, sondern dass du auch aktiv was tust. Ich würde dir sehr gerne jetzt aber auch dennoch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja, das
Gott, wer ist seine? Ja, mein Psychologe heute Nacht heißt Peter. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und du legst bitte jetzt auf und der Peter ruft dich an. Ja. Liebe Uli, mach alles. Eine super gute Sendung. Dankeschön. Sehr nett von dir. Vielen Dank, Uli. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Räume, die mir Angst machen, heißt unser Thema. 0800 220 5050. Und der nächste Anrufer, das ist Alexander. Und Alexander ist 32. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Alexander. Jetzt müssen wir was sagen. Also der Kollege, der gerade eben angerufen hat, also das hat mich ganz schön fertig gemacht. Ja. Ja. Also, was du da alles mitmachen musst. Seit Jahren verfolge ich das schon, was du da alles machst. Aber das muss man schon ganz schön schwer schlucken. Also das macht mich ganz schön fertig. Ja, das war eine sehr traurige Geschichte. Stimmt. Ja, ja. Also ich wünsche ihm auch alles gut. Also das Beste, was er machen kann, ist wirklich zu sich selbst zu finden. Mhm. Und na gut, schlaue Sprüche helfen da nicht, aber es, ja, ich kann jetzt gar nichts sagen. Also, aber du hast jetzt auch zu dem Thema angerufen, zu Räumen, ja, ganz die mir Angst genau. machen. Erzähl mal von dir. Ja, also ich Räume, die mir Angst machen, aus dem Grund, weil ich bin Big Brother Endkandidat. Und Endkandidat? Was heißt das? Ja, das heißt, ich müsste eigentlich schon drin sein, wenn ich mir jetzt, glaube ich, nicht den Daumen gebrochen hätte. Aha. Bei meiner Arbeit. Also ich bin Thai-Box-Trainer von Beruf, Muay Thai, das ist eine thailändische Kriegskunst und bin vor Monaten Was für ein Trainer? Muay Thai heißt das? Muay Thai. Aha. Das heißt Thai-Boxen. Ah, also irgendeine so eine japanische oder... thailändische Kriegskunst, ja. Ah ja. Mhm. Also nicht Tebo, die Aerobic-Geschichte. Natürlich nicht, die nicht, nein. Unterrichtig zwar auch, aber das ist schon die Kampfkunst. Ja. Ja. So, da gibt es verschiedene Castingsverfahren für Big Brother und du bist in der Endrunde. Ja. Das heißt, also wenn jetzt ich musste mehrere Stufen durchlaufen. Ja. Bis zum Psychologen dann, ja. Ärztliche Untersuchung und dann wirst du praktisch dann aussortiert, wann du wie reinkommst. Ja. Ja. Aber und das ist dann ja kein Raum da, diese Big Brother-Räume, die dir Angst machen. Nee, nicht der Raum macht mir Angst, sondern die Tatsache, eingesperrt zu sein mit ein paar Verrückten, ne? Das macht dir Angst. Auf engem Raum dann, ne? Ja, das sind ja teilweise wirkliche Spinner. Ich habe die ja schon da oben kennengelernt und zum Großteil Profilneurotiker. Da sind 2, 3 normale drin und der Rest ist alles krank. Also die Mädels. Also. Ich muss jetzt gestehen, dass ich da gar nicht so richtig mitreden kann, weil ich das nicht mehr gucke. Ich weiß, dass es auf RTL 2 läuft. Ich weiß, dass es da verschiedene Zonen gibt. Irgendwie die Reichen, die Armen und die Überlebenskünstler, genau. Ja. Ich habe bei Stefan Raab heute gesehen, dass irgend so eine Frau in Ohnmacht gefallen ist. Und ja, sich, die hat das simuliert. Die spinnt doch sowieso, die Das sah auch sehr lustig aus, wie sie in Ohnmacht gefallen ist. Ja, also, aber wenn du denn so eine Aversion hast, da mit verschiedenen Leuten da so auf einem Raum eingesperrt zu sein, warum bewirbst du dich denn überhaupt dafür? Der Grund ist der, weil ich alles habe in meinem Leben, ich habe alles erreicht. Ich bin Großmeister geworden vor einem Monat, ich bin mein eigener Chef, habe mein Auto, meine Wohnung, ich sehe gut aus, würde ich mal sagen. Mhm. Und habe eigentlich alles. Und ich möchte die Herausforderung einfach wahrnehmen, unter Druck zu stehen, unter so einem großen Druck, weil ich ja du siehst ja schon, wie ich hier abgehe, weil ich sage, da sind so viele Spinner da drin, die gehen mir jetzt schon auf die Nerven und ich möchte sehen, wie ich darin reagiere. Aber ich möchte denen mal die Leviten lesen, einfach mal sagen, aber du bist halt alles Spinner. Aber was ist das für eine Herausforderung, sich so eine Situation auszusetzen, die man eigentlich nur dämlich findet? Verstehe ich nicht. Weil ich anders bin, ich möchte anders sein und ich werde so sein, wie ich bin. Da drin ist keiner, wie er ist. Also ist es doch eine Form von Eitelkeit, dass du dich da als der besonders Tolle präsentieren möchtest? Nein, was heißt dir besonders toll? Ich muss es ja keinem zeigen, wer ich bin. Ich bin das ja. Aber ich gehe jetzt nicht hin und mache eine super, super Schicki oder die super Top-Diva oder der super Hengst. Aber warum meinst du, dass das Fernsehpublikum genauso etwas braucht wie dich? Nee, die brauchen mich überhaupt nicht. Warum die werden mich auch bald wieder rauswählen, weil sie mich nicht sehen wollen. Ja, warum dann? Weil ich zu originell bin und zu realistisch. Und die Typen, die sind alles Schauspieler. Warum gewinnen solche Typen wie Daniel Kübelböck? Ich meine, aber du möchtest doch, aber da ist doch schon auch sehr viel Eitelkeit, denn du möchtest dich ja schon dann doch in deiner Originalität auch präsentieren nach außen. Das ist aber Risiko, weil ich gehe nicht hin, um mich beliebt zu machen. Mit Sicherheit nicht. Also werde ich mich da bestimmt nicht hingehen, um mich mit Honig beträufeln zu lassen. Nee, aber das du gehst ja mein eigenes Risiko. Ja, aber du gehst dahin schon, um dass man dich anguckt und dass man dich kennenlernt. Ja, es bleibt nicht aus, wenn da 1000 Leute zuschauen. Ja. Das ist so, ja. Da habe ich aber auch keine Angst vor den Nee, das willst du Augen, auch. Ja? Nein, das willst Sondern du auch. Das eingesperrt sein. Aber da ist noch ein kleiner anderer Grund, warum ich da auch reingehe, ist eigentlich der, also es gehört eigentlich irgendwie zusammen, weil ich hier draußen ein bisschen Probleme habe mit den Menschen. Mhm. Und jetzt gehe ich in so ein Loch, wo ich mich eigentlich genervt fühle. Das ist schon ein bisschen verrückt, oder nicht? Stopp, du hast draußen Probleme mit den Leuten. Inwiefern? Hier draußen, weil ich finde keine richtige Frau. Aha.
Und du meinst, dann findest du... Nein, ich werde da keine anfassen. Das kannst du aber total vergessen. Ja. Das ist ja total scheiße. Oder, steckt dahinter vielleicht doch so eine ganz geheime Sehnsucht, wenn ich jetzt da reingehe, bin ich eine gewisse Zeit ein bisschen prominent und dann fahren die Frauen auf mich ab. Ach, da werden ein paar Teenies anrufen und sagen, oh, ich finde dich ja so geil, ich kann es dir knicken. Wenn eine Frau nicht auf mich abfährt, weil ich innere Werte habe, dann kannst du es ja eh vergessen, oder? Ja, sehe ich auch so. Vor allen Dingen wundere ich mich, wenn du sagst, ich sehe ganz gut aus, bin ein gut durchtrainierter Typ. Wie kommt das? Den Diesel ähnlich sehen und da habe ich mich so bei der Doppelgängeragentur beworben. Also es ist schon sehr kurios, wie ich merke, ich mitspiele das Leben. Und da sagen auch die Frauen, ja, du siehst dem echt ähnlich, ja. Und dann sage ich, ja toll, und wo ist dann das Problem? Also ich sehe dann praktisch nur Chicas an, ja, und keine richtige Frau, die irgendwie beides vertritt. Und du meinst, Charakter, dass sich das verändert danach? Ich sage, es wird sich daran, nee. Nein, ich will doch meine Frau nicht in der Disco suchen. Ich prognostiziere dir, dass du danach noch mehr Frauen anziehst, die du nicht willst. Momentan lebe ich ein bisschen zurückhaltend, aus dem Grund, weil ich einfach durch meine eigene Dummheit, sage ich mal, in so einen Sog reingehe. Aber du hast gerade ausgeholt, dass ich gehe da rein, ich komme hier im normalen Leben nicht so richtig zurecht, habe da meine Probleme. Und geh jetzt da rein. Den Zusammenhang verstehe ich nicht so richtig. Das ist ja das total Gasgeben- und Bremsen-Syndrom. Ja? Ich gehe da rein, setze mich der Psychose aus, um einer anderen Psychose zu entfliehen. Ne? Es ist die Langeweile, wenn du viel Geld hast, ist es dir einfach zu viel. Können wir es auch narzisstische Onanie nennen? Vielleicht. Wobei, ich bin ja, wie gesagt, Trainer, habe ständig Leute unter mir, die mich bewundern. Ja? Das ist ja eigentlich schon ausreichend. Mir geht's ja, was das angeht, schon gut. Aber Alexander, glaub mir erst nicht, weißt du, was ich ganz seltsam finde? Wirklich, ganz im Ernst. Dass ist jemand, du denkst differenziert darüber nach und hast ein Urteil, findest diesen ganzen Kram eigentlich grottig, ne? Kann man sagen, ne? Du bewertest dieses Projekt, Produkt Big Brother gerade nicht sehr positiv. Du bewertest das sehr negativ. Den Inhalt, die Idee ist gut, aber der Inhalt ist ein bisschen schlecht. Also, was ist an der Idee gut? Also ich finde, der Hersteller hat sich da schon was dabei gedacht mit den Battles und die Organisation, meine ich jetzt halt, die was drumherum steht. Das ist schon gut durchdacht, die Sicherheit. Und gut, aber also, im Prinzip findest du es ziemlich dämlich. Ja, schon. Ist ein Nonsens. Erst, dann verstehe ich es nicht, dass man dann als einigermaßen heller Mensch... So, sagt, stell dir mal vor, du gehst runter, nimmst eine Patenschaft für so ein afrikanisches Baby an. Das ist doch gar nicht zu vergleichen mit dem Kind, wenn du es hier in einem Saus und Braus aufziehst. Ja. Die Leute bewundere ich, die da runtergehen und sich mit dem Dreck abgeben, der da unten herrscht, die Korruption in der Regierung, aber trotzdem ein Kind darf... Pass mal auf, Alexander. Das ist ja genauso. Jetzt will ich was sagen. Du sagst, ich habe alles erreicht in meinem Leben bisher schon. Ich sehe gut aus, ich habe gut Kohle. Ich suche einfach eine Herausforderung. Ja, jetzt will ich immer sagen, wenn du eine Herausforderung suchst, dann stell was Gescheites an. Dann geh nicht in so einen Plastikdreck da rein wie Big Brother. Dann melde dich freiwillig, mach ein Jahr freiwilliges soziales Jahr in Afrika. Irgendwo in einem Hilfsprojekt. Da hast du deine Herausforderung. Und da machst du und da stellst du was Gutes an und kannst auch was Gutes bewirken für die Menschen. Das ist eine gute Sache und ich... Hab auch sowas, jetzt wirst du wirklich lachen, schon sowas machen wollen in Deutschland für sozial geschwächte Kinder. Ich war auch in dem Fernsehen, hab Sponsoren gesucht, ich habe unsere Politik angeschrieben, kein Schwein. Eine irische Musikerin hat sich bei mir gemeldet, hat dankend abgesagt, weil sie schon so viele Projekte hat. Das ist eine faule Ausrede. Das ist keine Ausrede. Gut, dann versuch's nochmal. Es gibt genügend Projekte und Hilfsvereine, die dich mit Kusshand aufnehmen. Und dann sag mir die mal, da schreibe ich sofort hin. Ja. Wenn man das will, muss man auch genügend Energie haben, das zu recherchieren. Was meinst du, wie viele Vereine in der dritten Welt arbeiten, die händeringend nach Leuten suchen? Aber in der dritten Welt, dann muss ich mein kommerzielles Geschäft hier aufgeben, dann bin ich am Ende. Ja, gut, aber, natürlich, irgendwo muss man schon einen Kompromiss machen. Ne? Dann gehst du lieber zu ins Big Brother Haus. Ja, aber dann läuft dir mein Geschäft weiter, verstehst du? Ja, du waschst mich machen. Du glaubst mir nicht. Du glaubst mir nicht. Nein. Ich habe gehofft, du kannst mich hier ein bisschen ergänzen und stellst mich an die Wand. Nein. Was mich nur ein bisschen provoziert, ist so die Aussage, ich suche die Herausforderung. Das ist völlig albern. Das ist völlig albern. Ist wirklich die... Das ist doch keine Herausforderung, mit irgendwelchen Deppen da zusammen zu sitzen. Eine Herausforderung ist wirklich irgendwo in der Welt was zu leisten. Das ist eine Herausforderung. Ja, ich leiste doch schon was. Du weißt ja gar nicht, was für Menschen ich schon geholfen habe mit meinem Training. Vergewaltigten Frauen, kleine Kinder, die geschlagen wurden. Glaube ich auch. Das ist schon mein Beweggrund. Aber da drinnen sind so viel. Ja, vielleicht ist es schon ein bisschen egoistisch zu sagen, ich gehe jetzt mal rein und sag denen mal, dass es Idioten sind. Ich weiß nicht. Ich hasse einfach Ungerechtigkeit und muss mich da irgendwie reindrängen und
Das wäre gut für mich, obwohl ich eigentlich so einen Knast eigentlich nicht gar nicht. Und du meinst jetzt mit deinem missionarischen Drang kannst du da die Welt verändern, die kleine, die kleine das Welt. Doch gar nicht. Nein, nur für mich selbst. Ich will das nur für mich einfach für mich sagen. Hör zu, ich bin da drin, mach das und ich bin wenigstens selbst treu. So, jetzt sind wir ganz gespannt, ob Alexander da reinkommt und dann guck ich auch Big Brother. Da kannst du aber was drauf nehmen. Ich bin mal gespannt. Also falls es sein sollte, Domian, dass sie sagen, also Alex, du kommst jetzt dann rein. Dann schick uns bitte eine Mail, damit wir Bescheid wissen. Bitte. Ich bitte. Dann kannst du es mal verfolgen. Auf jeden Fall, das mache ich. Alexander, alles Gute. Danke. Tschüss. Noch, ja? Ciao. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50. Über Räume unterhalten wir uns. Nicht über Träume und auch nicht über Bäume, sondern über Räume. Räume, die mir Angst machen, so heißt das Thema. Und hier ist Martin und Martin ist 33 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Martin. Du erzählst mir auch von einem Raum, einem Zimmer. Ja, ich sitze zurzeit in Haft. Du sitzt in Haft? In offenem Vollzug aber. Ja, und wir unterhalten uns jetzt über welchen Raum, über welches Zimmer, über deine Zelle? Ja, über meine Zelle, genau. In der du im Moment auch sitzt? Ja. Beschreib sie uns mal, damit wir sie uns so grob vorstellen können. Wie groß ungefähr Quadratmeter? Quadratmeter höchstens 15. Ja. 15. Und was befindet sich in der Zelle alles? Sechs Betten. Aha. Also du bist nicht alleine in der Zelle im Moment? Nein, mit sechs Mann sind wir doch. Mit sechs Jungs, ja. Mhm. Also sechs Betten und dann? Sechs Schränke, ein Tisch, Stühle drumherum, dann haben wir einen Fernseher. Ja. Ja, und dann noch einen Schrank, wo wir so Sachen reinstellen können. Ja. Musst du jetzt ein bisschen leiser reden, weil die anderen Jungs schon schlafen? Oder wie ist das? Ja, drei Mann sind wach. Ja. Also mit mir vier und die anderen beiden schlafen. Die schlafen schon. Du sagst, da steht ein Fernseher. Dürft ihr immer Fernsehen oder nur zu bestimmten Zeiten? Nee, Fernsehen können wir immer. Den könnt ihr immer anhaben. Mhm. Ja. Dieser Raum, unser Thema heißt ja Räume, die mir Angst machen. Was für ein Gefühl ist das in so einem kleinen Raum mit so vielen Menschen? Ein komisches Gefühl, also ist nicht so gut. Wie lange bist du schon in dieser Zelle? In dieser Zelle bin ich seit Dezember. Aber offener Vollzug heißt genau, erklär's mal. Offener Vollzug heißt genau, wenn man sich eigentlich dermaßen vernünftig führt, dass man auch in Urlaub fahren kann. Ja, das heißt aber, ihr seid, und arbeitet ihr sechs auch, oder seid ihr den ganzen Tag auf dieser Zelle? Zwei Mann sind den ganzen Tag auf Zelle, der eine wird Freitag entlassen. Ja. Und die anderen vier, also wir vier gehen arbeiten. Wir sind noch vier Mann, die arbeiten gehen. Arbeitet ihr außerhalb des Gefängnisses oder innerhalb des Gefängnisses? Einer, das ist ein FSVer, der arbeitet bei der Firma, wo er früher schon gearbeitet hat. Der ist was, ein FSVer? FBVer. Was heißt das? FSVer heißt freiberuflich. Ach so. Der muss dann für den Knast, also für sein Bett, jeden Monat 50 Euro zahlen. Ah ja, der muss für das Bett im Knast 50 Euro zahlen? Ja. Ja. Und selber verpflegen. Der kriegt also von hier keine Kost. Ja. Wie ist es bei dir? Wo arbeitest du? Ich arbeite auf der Kammer. Was heißt Kammer? In der Zelle, in der Kammer? Nein, nein, das ist hier ein Knast, das ist ein Raum, das ist die Kammer. Und wenn Zugänge kommen, dann gebe ich den Matratze, Bett. Ach so, so ein Verteiler quasi von den Sachen. Genau. Du kleidest die Jungs auch ein, gibst denen auch die Klamotten? Ja, wir dürfen Privatsachen hier tragen. Ach, ihr dürft Privatsachen tragen. Mhm. Ja, außer wenn Leute, die nicht zahlen, die kriegen dann auch diese privaten Jeanshosen. Ja. Was wir so haben. Das heißt, wie viele Stunden am Tag arbeitest du in der Kammer? Ich arbeite Wechselschicht, einmal von morgens 7 Uhr bis 3 Uhr oder eben von 11 Uhr bis halb 8. Ja, und die restliche Zeit bist du dann in der Zelle, aus der du gerade anrufst? Ja, oder eben bei uns im Hof, wo wir rumlaufen dürfen. Ja, und offener Vollzug heißt ja auch, wie du gerade sagtest, dass ihr auch mal einen Wochenendurlaub machen könnt oder sowas, ne? Ja, genau. Machst du das auch? Ja, ich fahre jetzt Ostern wieder. Ja. Wie lange überhaupt wirst du noch inhaftiert sein? Noch 2 Jahre und 3 Monate. Was hast du gemacht? Ich habe früher Auto aufgebrochen, hatte dann eine Bewährung gehabt, die wurde widerrufen und dann noch so Kleinigkeiten. Und dann habe ich eine Schuld auf mich genommen, die meine Ex-Freundin gemacht hat, wo ich aber noch mit ihr zusammen war. Und da bin ich noch für 1 Jahr, 10 Monate verurteilt worden. Was heißt eine Schuld auf mich genommen? Ich habe was auf mich genommen, was sie gemacht hat, aber ich dann dafür verurteilt wurde, weil ich gedacht habe, ich war das. Weil du gedacht hast, du wärst es? Ich habe gesagt. Du hast gesagt. Um was ging es da? Um Diebstahl. Und das ist bis heute? Etwas Höheres gewesen.
Denkst du bis heute, dass das gut war, dass du es auf dich genommen hast? Nein, weil ich bin am 18. Dezember deswegen verurteilt worden für 1 Jahr 10 Monate. Mhm. Und einen Tag vor Silvester hat sie dann Schluss gemacht. Na toll, na toll. Eine höhere Summe, sagst du. Um was für eine Summe hat es sich da gehandelt? Ungefähr um 20.000 Euro. 20.000 Euro. Mhm. Was ist das für ein Lebensgefühl, wenn man mit so vielen Menschen, so vielen Männern in einer so engen Zelle lebt? Nun gut, ihr seid nicht den ganzen Tag permanent zusammen, aber immerhin. Man hat ja gar keine Intimsphäre. Nein, hat man absolut nicht. Habt ihr auch noch in der Zelle auch noch eine Toilette oder ist die außerhalb? Nee, die haben wir außerhalb. Die ist auch eine Dusche außerhalb. Gott sei Dank, ne? Es gibt, ja. Es gab oder gibt ja sicher auch Gefängnisse, wo die Toilette dann auch noch mit in dem Raum ist. Mhm. Und alle sehen bei allem, was man macht, zu. Ja, das ist zum Glück hier nicht. Ja. Versteht ihr euch? Eigentlich ja. Oder gibt es auch schon mal Randale und... Nein, also hier nicht. Also auf dieser Stube zum Glück nicht. Also ich habe gute Stuben genossen. Mhm. Also da komme ich gut mit denen zurecht. Ich habe drei Leute sind das. Das sind russische Leute. Ja. Sprechen die denn Deutsch? Kannst du dich mit denen verständigen? Ja, die sprechen Deutsch. Ja. Was ist denn, wenn du für dich so sagen solltest, was ist für dich das Unangenehmste in dieser Situation, in diesem Raum, in dem du da leben musst? Das Unangenehmste ist so, dass man nicht alleine sein kann, mal so mit Gedanken und so was alles. Mhm. Und jedes Mal hier reinzukommen, das ist das Blöde. Ja. Also ist nicht so schön. Ja. Wobei du ja schon in einer bevorzugten Stellung bist, dass du eben im offenen Vollzug lebst, ne? Also, ja. Da habe ich aber auch nur Glück gehabt, weil ich mich also dementsprechend vernünftig führe. Ja. Weil hier im offenen Vollzug darf man nur bis zu 2 Jahren bleiben. Ja. Du hast ja noch diese 2 Jahre fast vor dir. Ja, ne? Über 2 Jahre noch. 2 Jahre, 3 Monate noch. Ja, genau. Mhm. Wie siehst du jetzt? Hast du Angst? Ist das für dich ein Riesenberg, wenn du dir vorstellst, mein Gott, über 2,5 Jahre jetzt dieses Jahr? Ja, habe ich Angst vor. Wenn ich jetzt seit einer Woche nicht eine neue Freundin gehabt hätte, dann weiß ich nicht. Ach so, du hast eine neue Freundin? Ja, seit einer Woche. Wo hast du die kennengelernt? Beim Kollegen, im Urlaub. Ach so, also so Wochenendurlaub war das, da hast du eine Frau kennengelernt. Genau. Hast du dir das offen gesagt, was mit dir los ist? Ja, sie wusste von vornherein, sie kennt mich schon vom Frühjahr her. Ja. Und sie weiß auch von vornherein, wo ich bin. Ja. Und sie hilft mir, also sie unterstützt mich auch ziemlich gut. Das glaube ich, dass einem das sehr hilft. Wenn man dann, kannst du dich auf Ostern freuen, dann triffst du sie. Das ist dann nicht alles so eintönig und so deprimierend, das ganze Leben. Ja, vorher war das nicht so. Und seitdem ich sie habe, bin ich ein bisschen lebensfroher geworden. Ist das dein erster Kontakt mit Knast oder warst du früher auch schon mal drin? Erste Mal. Soll es, ich hoffe, dass es auch das letzte Mal sein wird. Das letzte Mal, ja. Ich habe auch hier, ich lasse mich so, ab nächsten Monat werde ich verlegt nach Bochum. Mhm. Langdreher, das ist auch offener Vollzug. Ja. Da werde ich dann eine Umschulung machen als Energieelektroniker. Ah ja, das heißt, du baust quasi deine Zukunft jetzt schon im Knast auf. Genau. Das ist das Optimalste, wenn man das kann, um hinterher dann, ist schon schwer genug, wenn man rauskommt und wieder neu anfangen muss. Aber wenn man die Voraussetzungen hat, gute Voraussetzungen, erleichtert es einem das Ganze schon. Ne? Ja, das stimmt. Ja, und wenn man einen vernünftigen Partner dazu hat, ja, dann geht das auch. So, Martin, dann wünsche ich dir, dass du die dicken 2 Jahre noch gut über die Runden kriegst. Dass ja, das mit der, dass das mit der Liebe weiterhin gut läuft. Und selbst wenn die Liebe nicht funktionieren sollte, soll dich das nicht so runterziehen. Mhm. Es gibt eine Zeit nach dem Knast und du bist ja noch jung. Und du hast ja was vor noch, auch mit deinem neuen Job dann, mit deinem neuen Beruf. Und hoffentlich kriegst du darin auch deinen Job. Mhm. Grüß die anderen Jungs von mir. Ja, mach ich. Ich wollte nur fragen, könnte ich ein Autogramm nach Ihnen geschickt kriegen? Ja, da musst du aber auflegen. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, ist okay. Okay, danke. Alles Gute, ja. Tschüss. Tschüss. Florian, 28, hallo. Hi, Domian. Hi, Florian. Also, ich habe mal einen schweren Unfall gehabt vor 2,5 Jahren. Ja. Und seitdem habe ich panische Ängste vor Autofahren, egal wie Räume. Seitdem, wenn ich in einen Aufzug reingehe, egal was ist, gehe ich panische Angstzustände. Ne? Also du hast von dem Auto-Innenraum Angst, oder wie habe ich es verstanden jetzt? Ich muss das so verstanden. Ich bin in einen LKW reingerutscht, der hat mich übersehen gehabt. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Versuch mal, ein klein bisschen mehr Hochdeutsch zu sprechen. Ich verstehe dich so schlecht. Aufgeregt ist nicht schlimm. Also, Unfall, vor 2,5 Jahren, schweren Autounfall. Ja, genau. Mhm. Ich bin in ein LKW reingerutscht. In ein Waldgebiet? Nein, in ein LKW richtig runden rein. Ach, ein LKW? Mhm. Genau. Ja. Und seitdem habe ich
wie soll man das jetzt erklären? Ich habe da den panische Angstzustände und ich bin rausgeschnitten worden. Ja? Ach, jetzt verstehe ich. Ich verstehe. Du hast Angst vor engen Räumen. Ja, genau. Vor engen Räumlichkeiten. Ja, genau. Also wie gesagt, ich kann auch nicht alleine sein. Ich muss immer meine Freundin bei mir haben. Wenn die nicht da ist, kriege ich panische Angstzustände. Genauso, wenn ich in einen Aufzug reingehe, fange ich immer so ein Schwitzen an. Ja. Schweißausbruch, kann auch nicht mehr Auto fahren richtig und kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Ne? Ich habe halt immer einen Betreuer gekriegt. Mhm. Und wie soll man sagen, ich bin seitdem in Behandlung und der Arzt kann mir auch nicht weiterhelfen. Also ich finde, die Ärzte sagen, das ist unbeheilbar, die Krankheit. Ich habe jetzt auch die Gewerbsunfähigkeit eingereicht, aber die Ärzte glauben das einfach nicht. Also. Hör mal, ich stopp mal jetzt langsam. Die Ärzte haben dir gesagt, das ist unheilbar, mit solchen Angstzuständen zurechtzukommen. Das kann ich gar nicht glauben, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn du da in gute psychologische Hände kommst, dass man sehr wohl da etwas unternehmen kann. Sehr wohl sogar. Ja, wie soll man das sagen? Aber die verstehen mich einfach, die lieber schreiben nicht krank und sagen, ja, das kann man nicht mehr heilbar machen. Und lass mich mal fragen, das war ein ganz schwerer Autounfall, du bist unter einen in LKW gefahren oder geschoben worden. Geschoben worden, ja. Ich bin mit 160 und 180, kannst du mir genau sagen, reingerutscht. Warst du schuld? Ich habe nicht schuld gehabt, der andere hat schuld gehabt. Ja. Also, wir hätten noch einen Teilschutz, also ich habe keinen von der Versicherung, bloß ein paar Mark gekriegt, kann man sagen. Ja. Weil, wie soll man das jetzt klären? Weil wenn du deine Richtgeschwindigkeit überschritten hast, zahlt die Versicherung bloß einen gewissen Teil. Ja. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Nee, klar. Ich will mir gerade nur den Unfall genau vor Augen halten. Das heißt, du warst dann so eingeklemmt, dass du... Wie lange warst du eingeklemmt? Wie lang? Ich war eine Stunde. Eine Stunde. Warst du da bei vollem Bewusstsein? Ich war da voll im Bewusstsein. Das ist natürlich ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Und du hast ja noch mitbekommen, wie die Feuerwehr dich rausgeschweißt hat quasi. Nein, rausgeschnitten. Rausgeschnitten, natürlich. Du warst aber nicht körperlich verletzt. Doch, ich habe 26 Knochenbrüche gehabt. 26 Knochenbrüche? Ja. Wow. Wie gesagt, ich bin dann ins Koma reingelegt worden. Ja, von dem Koma ist es so rausgekommen, dass ich dann intelligent vermindert bin. Das was? Dass du was? Was dass bist? Ich intelligent vermindert, also Entschuldigung, ich habe Sprachfehler seitdem, intelligent vermindert bin. Intelligenz vermindert bist, ja. Also nach 8 Monaten bin ich dann wieder aufgewacht. Acht Monaten Koma aufgewacht erst? Ja. Mhm. Dann wird mir das schon noch mehr klar jetzt, wo ich die Tragweite des Unfalls jetzt auch höre von dir und verstehe. Dass du da so einen unglaublichen Schock hast, zum Beispiel im engen Raum Aufzug, dass du das nicht aushältst. Das kann ich nicht aushalten. Wenn ich meine Freundin, ich lasse mir das für die Leute nicht anmerken, man, ich gehe da schon rein. Weißt ja. Was, man? Ja. Wenn ich in den Treppen steige, das tut mir alles weh, weißt du? Ich habe da einfach Schmerzen einfach. Ja. Du hast gerade auch gesagt, wie ist es in einem normalen Raum, in einem normalen Zimmer? Ist es für dich da auch schwer, alleine zu sein? Oder schwer für mich. Also wie gesagt, ich kann nicht alleine leben, kann man sagen. Also ich muss hier ständig Leute um mich haben, ja? Weil normal, dass mir die Decke rauffallen würde. Oder. Also ist das immer Angst, das ist immer irgendwie Panik? Und, ja, Panikattacken. Habe ich das richtig verstanden? Je geschlossener und je enger die Räume sind, beispielsweise ein Aufzug, desto schlimmer ist es für dich. Umso schlimmer wird es. Ja, ich verstehe. Also wie gesagt, ich kann jetzt... Ich muss jemanden, wenn ich beispielsweise in einem Fremden in einem Aufzug, das kann ich nicht haben. Ich muss jemanden, wo mich jemand kennt. Ja. Und so ist es dann eben auch wahrscheinlich in einem Auto, ne? Wenn du in einem Auto sitzt, weil das ist ja auch ein abgeschlossener Raum. Ja. Pass mal auf, jetzt lässt mir das gar keine Ruhe, dass man dir da sagt, das sei nicht heilbar oder man könnte dir da nicht helfen. Entschuldigung, dass ich unterbreche jetzt, was ich sagen wollte ganz kurz. Meine Schwiegereltern, die verstehen das alles nicht, dass ich da so panische Angst habe, die wollen mich wieder verstoßen. Also, seit dass ich mit der Angst lebe, meine. Aber die Schwiegereltern müssen doch auch mitbekommen haben, wie schwer der Unfall war, was du alles mitgemacht hast. Da muss doch jeder. Ich habe mich da natürlich gekannt. Ich habe meine Freundin erst kennengelernt. Ja, gut, aber das kann man ja erzählen. Du hast es uns jetzt hier gerade ein paar Minuten erzählt und wir alle kapieren schon, was du hinter dir hast. Und dass man das dann auch verstehen kann, dass man vielleicht so Angst hat vor Räumen und Panik hat. Das ist doch eigentlich ganz normal. Was sind denn das für Leute, dass die dir das nicht glauben? Du hast 8 Monate im Koma gelegen. Das glaubt mir keiner. Ich habe jetzt mal bei Betreuer die Rente eingereicht gehabt. Ich kann 6 Stunden arbeiten gehen, sagen die zu mir. Ne? Mhm.
Sie sagen, ich bin zu faul zum Arbeiten, jetzt dann vom Alter Alpha, ja, Sie können also nur 7 Stunden arbeiten gehen. Mhm. Ich kann das nicht mehr, bin einfach so am Unten, also genauso, wenn ich kann nicht alleine sein, ich kann nicht mit dem Bus fahren. Ja. Ich muss jetzt mal jemand dabei haben, weil. Ja, Florian, ich finde, jetzt muss mal ein Fachmann ran. Ich habe einen Fachmann hier im Hintergrund sitzen, einen Diplompsychologen. Ich möchte jetzt, dass du dich mit dem weiter unterhältst über das, was da bei dir im Moment los ist und auch darüber, wie man dir helfen kann. Ich bin sicher, dass es einen Weg gibt. Ich habe ein bisschen die Vermutung, dass du da nicht in guten Händen bist im Moment, von wem du da auch betreut wirst. Du legst bitte auf und mein Psychologe, der heißt Peter, der ruft dich gleich an und dann könnt ihr in Ruhe beraten, was zu tun ist weiter. Mhm. Okay? Ich sag mal, das ist eine ganz super Sendung. Also ich habe schon mal damals, mit dem habe ich schon mal Krieg gehabt, aber das hat alles ein super Team und ich danke dir. Sage, geil. Weil mach weiter so, geil. Dankeschön, Florian. Sehr nett, dass du sagst. Vielen Dank. Du legst auf und wir rufen zurück. Tschüss. Alles klar, tschüss dann. Nina, 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja. Hallo. Hallo. Eigentlich heiße ich Nana. Nana. Sag ich auch Nana. Okay. Ne? 22 stimmt aber. Ja. Nana. Mhm. Über welches Zimmer oder welchen Raum reden wir? Wir reden über einen Raum, der mir schon seit Jahren Angst macht. Das ist der Raum, wo ich damals mit 9 Jahren missbraucht wurde. Mhm. Was für ein Raum ist das? Das ist der Wohnzimmer oder das Wohnzimmer es ist ein bisschen komplex, aber ich versuche es mal zu beschreiben. Ja. Es sind Freunde von meinen Eltern. Mhm. Und bei denen ist das auch passiert, in dessen Wohnung. Dessen Wohnung. Mhm. Und das ist wirklich, das ist ein Katzensprung zu meinen Eltern daheim. Ja. Du warst 9 Jahre, als das passiert ist. Ist das über einen längeren Zeitraum passiert? Nein, ist einmal geschehen und ich trage halt heute noch irgendwie die Schäden davon. Inwiefern? Ich weiß nicht, inwiefern. Anfangs habe ich mir sehr viele Vorwürfe gemacht. Mhm. Sagen wir es mal so, mit 9 Jahren habe ich erst mal angefangen zu klauen, zu lügen, essen heimlich und hat mir alles irgendwie so reingestopft, ja. Mhm. Mhm. Und eigentlich hat das Ganze angefangen, mir Vorwürfe zu machen oder auch diese Angst vor diesen Räumen zu haben, die dem ähneln. Lass mich noch einmal dich zu der Tat befragen. Du sagst, es ist einmal passiert von diesem Mann, diesen Nachbarn von deinen Eltern. Mhm. Dieser Mann hat dich, dieses kleine 9-jährige Kind, in diesem Raum vergewaltigt. Ja. Es ist zum Geschlechtsverkehr gekommen. Ja. Mhm. Dann bist du irgendwann nach Hause gegangen. Hast du überlegt, deiner Mama, deinem Papa was zu erzählen? Nein. Aus Scham? Oder hat er gedroht? Auch mit Drohungen verbunden, aber ich komme halt aus einer islamischen Kultur. Mhm. Und meine Mutter hat mir das auch jahrelang zum Vorwurf gemacht, dass ich ihn quasi so provoziert hätte. Ja. Wie, den Täter? Genau. Das Kind hättest ihn provoziert, indem du ein zu kurzes Röckchen anhast, oder was? Ja. Wie meinst du das? Quasi bin ich selbst dran schuld, weil ich damals hingegangen bin. Also heute weiß deine Mutter Bescheid? Ja. Wie alt warst du, als du es ihr gesagt hast? Da war ich 18. Und dann war ihre Reaktion, da warst du doch auch selbst schuld damals. Genau. Ist das nicht furchtbar? Das ist furchtbar. Ist das nicht die Hölle, wenn die eigene Mutter so einen Driss sagt? Wobei ich wirklich eine Dreckskindheit hinter mir habe, auch mit meinen Eltern. Wie kann man denn einem 9-jährigen Mädchen, ich bin ganz fassungslos, wie kann man einem 9-jährigen Mädchen sagen, du bist selbst dran schuld? Als Mutter ist man doch so entsetzt und hat einen Hass auf den Mann, der meinem Kind das angetan hat. Eben. So würde ich denken, Domian, so würde irgendjemand anders denken. Ja, so ist es doch eigentlich normal. Ja, eigentlich schon. Also ich befinde mich jetzt auch in Therapie. Mhm. Ich habe viele Therapien angefangen und abgebrochen. Aber jetzt, ich kann nicht mehr. Also ich meine, ich sehne mich nach so vielen Emotionen, auch von... Ich bin halt so in der Situation, wo ich nicht weiß, welchem Geschlecht ich gehöre. Und vor Männern habe ich
definitiv Angst. Ja, naja, klar, das ist ja auch verständlich, wenn man so etwas erlebt hat. Ja. Die Sendung heißt ja Räume, die mir Angst machen. Ja, eben, eben. Musstest du irgendwann später nochmal in diesen Raum reingehen, in dem das passiert ist? Ich bin ja schon mal wieder drin gewesen. Der ist ja jetzt auch ausgewandert. Ja. Deutschland. Ja, ich meine, damals noch, als du noch Kind warst, bist du mit deinen Eltern mal dahin gegangen und das nicht? Ich habe mich immer geweigert. Dafür habe ich eigentlich eine Tracht Prügel bekommen, weil ich nicht mitgegangen bin. Mhm. Aber damals hätte ich das nicht äußern können. Das hätte mir niemand glauben können. Aber später jetzt sagst du, der Mann ist ausgewandert, den gibt es nicht mehr in Deutschland. Genau. Bist du mal in diese Wohnung, in diesen Raum gegangen? Ja, wie kam das? Also wir haben dann unser islamisches Zuckerfest gehabt und habe ich mir gedacht, ja gut, dann gehst du mal mit, verkraftest das bestimmt. Aber sobald ich drin war, auch wenn die dort renoviert haben, es ist immer noch das Gefühl von damals da. Da wohnen jetzt andere Leute, andere Bekannte von euch? Nee, immer noch die Frau und die Tochter auch. Ach so. Wer weiß mittlerweile davon? Du hast es deiner Mutter erzählt? Und Freundin. Und dein Vater weiß es nicht? Nein, absolut nicht, es weiß keiner. Warum weiß dein Vater das nicht? Ach Gott, ich habe in dem Moment einfach Angst gehabt oder ich habe heute Angst, dass da irgendwelche Konflikte irgendwie auf mich zukommen oder auf ihn zukommen. Würdest du denn sagen, mein Vater würde mir wenigstens glauben oder würde der genauso reagieren wie deine Mutter? Nein, er würde mir glauben. Der würde dir glauben? Ja. Mhm. Einfach aus dem Grund, meine Eltern haben mein Verhalten beobachtet und es war sehr, sehr chaotisch und auch sehr immer ins Extreme gefallen. Mich wundert das dann, wenn man von der Mutter so vor den Kopf gestoßen wird, mit 18 hast du es ihr gesagt, dass man dann nicht automatisch zu dem Vater geht und das Herz ausschüttet, in der Hoffnung, dass er einem glaubt und dass er einen aufnimmt. Nee, da hatte sie damals Angst gehabt, dass er irgendwie ausreitet. Das hat sie dir auch noch verboten, zum Vater zu gehen? Ja. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deiner Mutter? Also ich sag's mal so, Familien kann man sich sowieso nicht irgendwie aussuchen. Mhm. Aber ich versuche halt, sie zu verstehen. Ja? Also ich versuche mich auch wirklich da selbst mal zu therapieren und zu sagen, gut, damals hat sie es so gemeint, aber du kannst nicht auch für immer irgendwie Hass verspüren oder ihr Vorwürfe machen. Nee. Vielleicht hat sie es damals auch aus Wut gesagt, ihm gegenüber, das weiß ich nicht. Ah, keine Entschuldigung, bitte. Das ist alles keine Entschuldigung. Auch wenn sie, wenn sie Wut auf ihn gehabt hätte, darf sie dir so ein absurdes Zeug nicht sagen. Nur sind 4 Jahre vergangen, du bist heute 22. Ist das noch irgendwie ein Thema mal zwischen dir und deiner Mutter? Nein. Nein, das ist Tabuthema. Nicht mehr. Ja, aber ich habe das Problem auch, ich bin liiert und das Problem ist, also gerade beim sexuellen Akt ist es halt immer so, ich komme nie zu meinen Bedürfnissen und ich sehe halt immer das Sexuelle mit einem total negativ, ja. Weiß denn und es kommt immer wieder hoch. Weiß denn dein Freund oder dein Mann, weiß der das denn? Was der weiß das. Ja. Nimmt der Rücksicht auf dich? Nö. Nö. Deswegen habe ich auch entschieden, dass ich mich da jetzt von ihm trenne. Mhm. Weil. Aber du sagst, was ich ja schon mal wichtig finde, dass du in einer therapeutischen Betreuung bist zurzeit. Mhm. Ja. Hast du das Gefühl, dass dir das schon hilft und ein bisschen weiter, dass ich das ein bisschen weiter. Ja. Ja, ich fühle mich da auch sehr geborgen. Du hast vorhin zwischendurch mal so einen Nebensatz gesagt, dass dieser Raum verständlicherweise macht dir Angst, aber auch andere Räume, die so ähnlich aussehen. Ja, das, weil dann immer die Assoziation kommt. Ja, denn zum Beispiel die S-Bahn die S-Bahn irgendwo stationiert und nicht mehr weiterfährt, da könnte ich manchmal richtig durchdrehen, ja. Also da versuche ich mich auch immer zu beherrschen, weil ich dieses Warten und diese vielen Gesichter, meistens sind sie sauer, weil sie jetzt nicht weiter vorankommen. Und das macht mir schon manchmal Angst. Oder genauso in Aufzügen, ja. Ah ja. Wobei, das sind ja dann gar keine, dann haben diese Räume ja keine Ähnlichkeiten mit dem Tatraum, sondern das sind Auswirkungen, so kann man das sagen, ne, von der Tat. Ja, aber das schränkt mich ja auch immer ein, weil mich das sehr oft dran erinnert. Wie lange hat, wenn du dich da noch dran erinnerst, wie lange hat die Tat gedauert damals? Ich kann es dir nicht sagen, zwischen 5 und 10 Minuten.
Ich bin auch damals wirklich erstmal total durcheinander rausgerannt und wusste auch nicht, was ich machen soll, weil... Du musst doch auch verletzt gewesen sein, du musst doch geblutet haben. Ja. Das hast du versteckt und kaschiert, das ist nur nett. Ja, genau. Es hat wirklich sau weh getan. Also so. Nicht nur psychisch. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, du bist in einer Therapie. Du hast die Entscheidung getroffen, was ich auch gut finde. Da haben wir jetzt gar nicht weiter drüber geredet. Du hast es jetzt so beiläufig gesagt, was ich richtig finde, dass du dich von deinem Freund trennen willst, wenn der gar keine Rücksicht darauf nimmt. Darauf muss man als Freund wirklich hundertprozentig Rücksicht nehmen, wenn ein Mädchen sowas widerfahren ist. Auch wenn du in guter Betreuung bist, würde ich dir gerne, wenn du es möchtest, auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen jetzt anbieten. Ja. Übrigens wollte ich mich bedanken und ich wollte nur mal sagen, ich habe mir das sehr oft beobachtet im Fernsehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr, sehr nervös gewesen, aber es tut richtig gut, ja. Ich hab's gar nicht gemerkt, dass du nervös warst. Das kann ich so verstehen, wäre ich auch. Ja. Wenn man da in dieser Warteschleife ist und dann angesprochen wird, und dann wäre ich auch nervös. Also nur toi, 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 ich find's super. Ich danke dir ganz herzlich, Lara. Das ist sehr lieb von dir. Schön. Und du wirst gleich zurückgerufen. Ja, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist Stefanie, 30 Jahre alt. Hallo Domian. Guten Morgen. Hallo Stefanie. Guten Morgen. Erstmal möchte ich mich meiner Vorrednerin anschließen. Ich bin genauso nervös und Nervosität auch ganz toll. Sehr, sehr nett von dir. Diese Nervosität verliert sich während des Gesprächs. Wie bitte? Die Nervosität, die verliert sich so während des Gesprächs. Ja, das verliert sich auch schon, wenn man zuhört in der Warteschleife. Das geht dann immer ganz gut, wenn man dann so zwei Leute dazwischen hat, dann geht das ganz gut. Also, wir reden auch über einen Raum, der sich in deinem Leben befunden hat. Und zwar ist das der Raum, in dem mein Vater gestorben ist. Ja. Und zwar ist es so gewesen, dass ich hatte eigentlich nie ein richtiges, intensives Verhältnis zu meinem Vater, weil sich meine Eltern schon Ende der 70er getrennt haben und er wohnte so 60, 70 Kilometer von uns entfernt. Und wir haben uns in den Jahren immer nur mal sporadisch gesehen. Und vor 3 Jahren hieß es dann von seiner damaligen Freundin, dass er halt Krebs hätte. Wir haben davor jahrelang keinen Kontakt zueinander gehabt, aber nicht, weil wir böse auseinandergegangen sind, sondern der Kontakt, der ist irgendwann einfach im Sande verlaufen. Ja. Und ich bin dann halt ins Krankenhaus gefahren, habe ihn mir angeschaut und habe ihn besucht und er hat... Wie alt war er da? Oh, mein Vater ist mit 58 Jahren gestorben. Und er hat chronische Leukämie gehabt, Bauchspeicheldrüsenkrebs und einen Krebstumor im Darmbereich. Und nach diesem Besuch haben wir den Kontakt ein bisschen aufgebaut und dann habe ich halt zum Ende des Jahres hin wieder einen Anruf von ihr bekommen, dass er Weihnachten wohl nicht überleben wird. Und dann es ist so gewesen, dass mein Mann ausgezogen ist. Ja. Und 2 Wochen später kam der Anruf auf den Sonntagabend oder Sonntagmittag. Ich habe mich sofort ins Auto gesetzt und habe meinen Vater besucht. Und dann kommt noch dazu, dass mein Vater halt auch noch Messi war. Weißt du, was ein Messi ist? Ne? Ja, jemand, der extrem unordentlich ist. Ne? Also sammelt alles Mögliche. Ja, genau. Also es war ein Chaos, das ist unglaublich. Das heißt, er lag zu Hause bei sich in der Wohnung. Wohnte er denn mit seiner neuen Verbindung zusammen? Ja, die sind schon, weiß ich nicht, 20 Jahre zusammen gewesen. Ja. Und er ist dann in dem gemeinsamen Schlafzimmer, ist er verstorben? Nein. Ich habe ihn dann an dem Sonntag besucht, habe dann innerhalb von 2 Tagen, weil mein Mann ist ja ausgezogen und wir hatten dann ein Zimmer bei mir zu Hause frei, weil mein Mann ist ausgezogen. Und dann habe ich in 0, nichts angerufen, bei der Bundesknappschaft ein Bett bestellt und habe dann den Mittwoch da drauf... Hast du deinen Vater zu dir geholt? Ja, ich habe meinen Vater zu mir geholt, das Wochenende später. Warum ist er nicht bei seiner Freundin geblieben? Weil ich das nicht wollte und weil also in einem stillen Moment er mir ziemlich deutliche Signale gesandt hat, dass er eigentlich nur noch raus will. Also ich hatte so im Nachhinein, ich habe ganz lange darüber nachgedacht, das Gefühl, er hat eigentlich nur noch einen Ort gesucht, wo er in Ruhe gehen darf. So, das heißt, er ist dann bei dir in deine Wohnung gestorben? Genau, ich habe ihn dann halt gepflegt, ich habe ihn gewickelt und gefüttert die letzten Tage noch. Er hatte dann auch noch einen Zuckerschock. Ich war mit meinem Sohn alleine, der hat ihn dann zwischendurch auch noch erlebt. Wie lange hat er noch gelebt? 2 Wochen nur. 2 Wochen. Das waren die schnellsten 2 Wochen, oder die intensivsten 2 Wochen. Und das war in welchem Zimmer bei euch? Das war in dem Arbeitszimmer und dahinter gab es eine Terrasse. Das war im Dezember rum.
Und es ist halt so, dass er... Und du wohnst immer noch in dieser Wohnung? Nein, ich bin dann im August danach ausgezogen. Ach so, aber alleine dieser Zeitraum, wo mein Vater dort verstorben ist, in der Nacht, er hat noch so Laute von sich gegeben, so diese letzten Atemgeräusche, um zu zeigen, noch bin ich da. Mhm. So, und diese ganzen Umstände, in denen er dort gelebt hat, dieses Krankenbett und er ist so ausgemergelt gewesen. Ja. Das sind so Situationen, die mir nie aus dem Kopf gegangen sind. Und die immer in Verbindung stehen oder standen mit diesem Zimmer. Genau, und es war dann halt wirklich so, immer, wenn ich dieses Zimmer angeguckt hatte, ich kam natürlich nicht drum rum, dort reinzugehen, aber ich habe es so gut, wie es ging, vermieden. Also war das auch der Grund, weswegen du die Wohnung verlassen hast? Nein, es war so, mein Mann und ich hatten uns getrennt, ich konnte die Wohnung sowieso nicht alleine halten und ich wollte mit meinem Sohn wieder in die Großstadt, ich wollte vom Dorf wieder zurück in die große Stadt. Ja. Hast du denn dieses Zimmer, nachdem dein Vater verstorben war, nochmal irgendwie ein bisschen genutzt oder hast du immer einen Bogen um das Zimmer gemacht? Ja, also ich musste es halt nutzen, weil ich halt seine Wohnung teilweise mit ausgeräumt habe und ich habe dann die ganzen Sachen dort teilweise, die wir mit rausgenommen haben, bei mir gesammelt, um die auszusortieren, zu waschen und ins Obdachlosenheim zu geben. Also war die Verbindung, die Ehe oder die Freundschaft auch nicht so doll zwischen ihm und seiner Freundin? Nee, nach 2 Tagen war der Kontakt abgebrochen, merkwürdigerweise. Also ich glaube, die hat mir das auch ganz furchtbar übel genommen, aber ich weiß, dass es für meinen Vater das Beste war. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, sehr gut nachvollziehen, dass wenn ein naher Angehöriger in einem Raum gestorben ist, auch vielleicht in der eigenen Wohnung, dass man das Bild immer vor Augen hat, immer. Zumal der Todeszeitpunkt war nachts. Mhm. Ich weiß, ich bin nachts um 2 ins Bett gegangen, bin um 4 irgendwann aufgewacht, bin dann in dieses Zimmer rein. Ich habe ihn nur angeschaut, ich musste gar nicht irgendwie, ich habe nur ihn angeguckt, die Tür wieder zugemacht und ab da war das so, es klingt vielleicht blöd, aber es war so ein Gruselfaktor. Es war unheimlich unangenehm und dann lag er noch bis zum nächsten Nachmittag, nachmittags um 4 dort drin, bis er dann abgeholt wurde. Stefanie, wir müssen leider Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Eine Frage, bist du froh, dass du aus der Wohnung raus bist? Auf jeden Fall, aber ich bin froh, dass ich das so, wie ich es gemacht habe, Ja. Aber dieses unangenehme Gefühl, also auch wenn ich heute nochmal dran vorbeifahren würde und ich würde da hochgucken würde, mir ist so ganz merkwürdig im Magen krimmeln. Ja. Stefanie, danke für deinen Anruf und dir alles Liebe und alles Gute von Herzen. Ja, danke schön, dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. In der Technik Gutohnhausen, morgen wieder 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. 2 Uhr vom Hessischen Rundfunk Nachrichten. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Huber, ist dafür, Terror.